Ich hoffe, hier ist kein schlimmer Unfall passiert. Ich bin jetzt gerade mal ganz Arschloch und fahre durch die Rettungsgasse durch. Ich bin mal gespannt, was da vorne los ist. Mahlzeit! Moin. Wisst ihr, was da vorne passiert ist? Ob man da langkommt oder irgendwas? Ich glaube, die haben das komplett gesperrt. Das waren irgendwelche Tiere oder so, wenn ich da fahre. Ach, scheiße. Keine Ahnung, aber auch ein bisschen weggekriegt hier gerade. Oh Mann, ey. Wie lange steht ihr schon hier? Ach, krass, Alter. Ah, das kann aber ein bisschen dauern, Alter. Scheiße. Ja, ich probier mal, aber das ist krass, Alter. Ich kann's ja auch nicht umdrehen hier oder nicht, ey. Ja, ist zwar schön, dass man durchkommt, aber mal kicken, wa? Aber danke schön erstmal dann. Bis dann, ciao. Tiere auf der Straße oder so, na, ich bin gespannt, ey. Oh Mann, ich hoffe, es ist nicht Schlimmes passiert, ich mag ja sowas nicht. Alter, geiler Cadillac. Schisch. Ich frag den nochmal. Ey, Mahlzeit. Mahlzeit. Da vorne ist jetzt komplett gesperrt, wa? Kommst nicht mehr durch, kommst du nicht runter. Ach scheiße. Wie lange stehst du schon hier? Auch 10 Minuten oder was? Ja. Ah, fuck man. Ist gerade was passiert sein, aber ich glaube, zwei Polizei Autos sind schon durch. Ja. Sachen waren wir jetzt noch nicht gesehen, keine Ahnung. Na, das ist ja auch gut, wa? Ja, passiert. Ja. Kann man nicht ändern. Aber man kann ja hier auch nicht zurückfahren und dadurch. Da macht er einen bestimmten Strich durch die Rechnung. Ich glaube, das findet er nicht lustig. Nee, das finde ich, glaube ich, das wird er wirklich nicht lustig. Ach, kacke. Na, dann warte ich jetzt hier auch erstmal. Ein paar Sekunden später. So Leute, kleiner Handy-Vlog. Hier ist erstmal mega fett Stau, weil da hinten irgendwie Tiere auf der Straße sind und hast du dich gesehen? Aber ratet mal, wen man hier so trifft im Stau. Erstmal Lukas und Kling. Die habe ich hier ganz zufällig erstmal getroffen. Und ich finde dieses Moped von dem immer noch so schick, Alter. Ich finde das eins der schönsten Supersportler-Moped, die es gibt, ey. Das ist geil. Ich finde das eins der schönsten Supersportler-Motorräder, die es gibt, sage ich. Ich finde die ganzen Baujahre da geil. Naja. Die sind aber so zeitlos. Die ist nur rot, oder? Oder schwarz. Die ist so hübsch, aber ey. Rot ist beste. Also rot ist einfach mal geil. Ja. Das also stimmt. Das Rot ist halt einfach wunderschön. Also Ohrringe wieder drin, ja, Mann. Ja, jetzt stehen, wir jetzt zusammen im Stau erstmal. Hallo. Hi. Hallo. Bin mal gespannt, wann es da weitergeht. Ja, gar nicht. Ja. Das dauert eine Weile. Alter, was eine Scheiße, da darf man doch nicht umdrehen, weil die Herren in Grün finden das bestimmt nicht lustig, wenn man da umdreht. Lol. Hallo. Da ist gesperrt. Also, da war irgendwie was mit Tiere auf der Straße. Na, Fifi, hey, komm mal, hallo. Na, du. Ah, jawohl. Ah, schon feiner. Was ist das für einer? Ein Labrador. Ein Labrador? Aber der ist ja noch nicht so alt, oder? Nee, das ist ein Mini-Labrador. Ein Mini-Labrador? Schön. Hm. Das ist ja witzig. Ja. Und wie fandest du das gestern? Toll. Ja, ich auch. Also war wirklich. Ja, nach 5 Minuten meinten meine Freunde, scheiße hier. Mhm. Ihr könnt auf dem Bild in der Hand da vorne stehen und die Autos. Also sieht echt so ein bisschen so aus. Ja. Ja, kann man machen. Ja, nee, wir dachten zuerst, wird ein bisschen krank. Dann wollten wir es eigentlich abbrechen, aber haben wir trotzdem ganz halt weitergemacht. Ich fand es auch ein bisschen heftig, wie viele Leute da Burnouts gemacht haben und hast du nicht gesehen? Ich hab das auch gemacht. Echt? Ja, das ist immer dann so. Aber wir sind genau da losgefahren, wo die Bullen dann kamen, ne? Das gibt, ja, das gibt, also, das war nicht so Timing, aber es gibt immer einen schlechten Ruf, finde ich. Wenn alle durchdrehen, aber es gehört halt dazu, wa? Aber ich finde, als wir gefahren sind, war es in Ordnung. Also, so schlimm, wir sind nie richtig zu schnell gefahren. Nee, gefahren sind wir wirklich alle in Ordnung. Also, kannst du ja auch nicht schnell klar, fahren. Klar, Lärm gemacht und so, aber egal. Das ist halt echt egal. Das stimmt. War schon in Ordnung. Das Ding ist, wird halt immer größer von Treffen zu treffen und dann muss man sich irgendwann überlegen, dass das wahrscheinlich nicht mehr so funktioniert. Ja. Stört dich das eigentlich, wenn ich ein bisschen darüber philosophieren? Nee, mach das nicht.
Ich finde ja nur, dass es halt viele, sag mal, ja klar, kann man sagen, blödes Vorbild gibt oder so, aber die gehört halt fucking dazu. Ich fahre auch gerne mal schnell oder würde auch Burnouts machen und so. Das mit Vorbild ist sowieso so. Ja. Ich sehe das schwierig, viele sagen so, man, ja, das Vorbild oder so. Ja. Aber Digga, ich sag das eigentlich immer wieder, ich habe das auch bei jedem Abo-Treffen und sonst gesagt, fahrt wie ihr wollt, mir ist das scheißegal. Ja. Aber wenn ich zu schnell fahre, dann nehme ich die Verantwortung. Na, ich sag auch immer, wenn du als Motorradfahrer ein Vorbild brauchst und dich nur daran halten kannst, dann machst du was falsch. Dann solltest du ja nicht fahren. Weil jeder ist für sich selber verantwortlich. Das ist halt echt so. Guck mal, jeder mag Valentino Rossi, aber die fahren ja auch nicht alle wie Rossi. Da ist es völlig. Die Vorbildsache, das ist echt so. Da würde ich sagen, auch mit, wenn man mal ohne Schutzkleidung fährt, jeder. Ja. Geht weiter. So, jetzt geht's erstmal weiter hier, endlich mal. Zufälligerweise habe ich hier, wie gesagt, die beiden Jungs getroffen, den Herrn Zink und den Herrn Lukas Litt. Und jetzt wird hier erstmal weiter durchgefiltert durch den Verkehr. Bin mal gespannt, wie die ihr Fahrstil ist beim Filtern. Alter, der Sound von dem Moped, der ist ja so geil. Schon wieder los hier, Alter. Kacke, Alter. Eine Ewigkeit später. Riders on the Storm. Mit und Zink, guckt mal denen ihre Kanäle an. Die sind nämlich bestimmt ganz gut, auch wenn ich zugeben muss, dass ich die gerade echt nicht verfolge. Aber ich finde Zink sein Moped mega geil, das ist echt hübscher. Und Lukas seine Karre, die ist echt brachial laut. Also diese Abgasanlage sieht sehr schön aus. Ja, ich fahre jetzt erstmal weiter zu meiner Mama, weil ihr Nachbar hat nämlich ein Hecht für mich. Der hat ein Hecht geangelt. Und da unten wurde gerade geblitzt. Na Leute? Der Nachbar von meiner Mama, der hat nämlich ein Hecht für mich. Und den hole ich mir jetzt ab, weil ich esse nämlich tierisch gerne Fisch, denn Fisch ist total gesund und gut für den Muskelaufbau. Und deswegen könntet ihr immer schön Fisch essen, wenn ihr mehr werden wollt, wenn ihr wachsen wollt. Ja. Und was habe ich jetzt hier von einer Rockergruppe vor mir? Voll die Shopper hier, Alter, krass. Alter, ist das nicht schön hier, wenn man hier langfährt, so eine schöne Herbsttour, Alter. Als Maul, du Scheißfotze! Als Maul, du Scheißfotze! Als Maul, du Scheißfotze! Als Maul, du Scheißfotze! Boah, Alter, geil, ey, unnormal, ey. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas?